Willkommen zurück bei Dragon Age Origins Awakening. Und erstmal sorry für die letzten drei Aufnahmen. Die sind ein bisschen soundtechnisch in die Hose gegangen. Das sollte jetzt aber behoben worden sein. Mit dem neuen Update, was rausgekommen ist, was durchaus dieses Soundproblem bei mir behoben hat. Und, also hoffe ich zumindest. Ich habe es getestet, es ist alles super funktioniert. Wir werden jetzt mit dem Tuxes reden. Manchmal beneide ich euch. Denn der Tuxes, ja, der wollte ja mit uns quatschen, aber das haben wir letztens nicht mehr geschafft. So, und sie beneidet uns zwar nicht mal. Warum das denn? Selbst das jüngste Menschenkind kennt mindestens ein Dutzend ihrer legendären Helden. Diese Geschichten werden als selbstverständlich hingenommen. Dabei sind sie so reichhaltig. Das macht mich manchmal so wütend. Wir Dalish haben einen Großteil unserer Vergangenheit und unserer Legenden verloren. Und wir klammern uns an das Wenige, an das wir uns erinnern. Wir können unsere Geschichten miteinander teilen. Sie gehören allem. Aber weiß ein menschliches Kind die Geschichte des Paragon Edukin ebenso sehr zu schätzen wie die von Dane und dem Werwolf? Geschichten sind unsere Verbindung zur Vergangenheit. Sie formen ein Volk grundlegend. Ohne sie sind wir verloren. Ich wünschte nur, ich könnte diesen verlorenen Teil unserer Seele irgendwie wiederherstellen. Ich denke, ihr solltet einfach nach vorne blicken. Ja, das ist vielleicht das Beste. Was? Wieso denn? Minus 3, warum ist sie denn dagegen und sagt, ja, aber das ist das Beste. Ah, ich labere irgendwas und ja, das ist das Beste, wenn ich dann nach vorne blicke. Aber ich bin voll dagegen eigentlich. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Also, sie soll sich auch nicht wundern, dass ich sie nicht mitnehme. Kommandant, zahlreiche Lords haben sich eingefunden. Die dunkle Brut hat Armeen aufgestellt. Und die Adligen wollen wissen, wie ihr sie beschützen werdet. Soll ich sie zusammenrufen? Oder benötigt ihr noch Zeit, um eine Strategie auszuarbeiten? Zusammenrufen bitte. Ich werde unverzüglich Boten aussenden. Wir haben lange genug gewartet. Diejenigen, die zu spät... Lord Edelbrick. Dies hier ist der Rat des Kommandanten der Grauen Wächter, nicht der eure. Also, was wollt ihr tun, Kommandant? Ich habe ganze Dörfer an die Armee der dunklen Brut verloren. Reißt das zusammen. Der Krieg fordert eben Opfer. Oh, das ist hart, ne? Wir dürfen uns nicht der Verzweiflung hingeben. Das ist kein... Kommandant! Kommandant! Was ist, Mädchen? Eine Armee der dunklen Brut ist in Sichtweite von Amaranthine. Der Erbauer beschütze uns. Sie greifen die Stadt an? Einige der Soldaten der Wacht sind noch dort. So schnell wird die Stadt nicht fallen. Unsere Truppen kommen nicht schnell genug vorwärts. Ein kleiner Trupp könnte es aber rechtzeitig schaffen. Aber das wäre Selbstmord. Wir müssen es versuchen. Dann werde ich die Verteidiger der Stadt unterstützen. Wenn irgendjemand dem Ansturm der dunklen Brut standhalten kann, dann ihr, Kommandant. Ihr wollt eine Horde der dunklen Brut bekämpfen und in den fast sicheren Tod gehen? Ich hoffe, ihr denkt nicht mal im Traum daran, mich hier zurückzulassen. Wer soll euch begleiten, Kommandant? Wer soll uns begleiten? Anders, würde ich sagen. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich endlich mit einer dicken Ehefrau und mehreren jungen Geliebten auf dem Land zur Ruhe setzen. Aber ich fürchte, das wird noch ein wenig warten müssen. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Ogwen? Das bin ich. Und wir haben es ja auch nur mit einer jämmerlichen Armee der dunklen Brut zu tun. Ich halte euch den Rücken frei. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Würde ich sagen... Nehmen wir sie mit, oder? Wenn die dann schon darum bittet? Ich bin ja auch schon tot, also habe ich nichts zu verlieren. Dann ist die Entscheidung gefallen.
Sollte ich jemals Zweifel an euch gehabt haben, so sind sie nun ausgelöscht. Kämpft ehrenhaft. Und solltet ihr sterben, so tut es in Würde. Möget ihr den Wind immer im Rücken haben, Kommandant. Wir anderen werden hier die Stellung halten. Möge der Erbauer euch beschützen und leiten, Kommandant. Alles klar. Lass uns kämpfen. Willkommen zurück bei Dragon Age Origins Awakening. Und erstmal sorry für die letzten drei Aufnahmen. Die sind ein bisschen soundtechnisch in die Hose gegangen. Das sollte jetzt aber behoben worden sein. Mit dem neuen Update, was rausgekommen ist. Was durchaus dieses Soundproblem bei mir behoben hat. Und, also hoffe ich zumindest. Ich habe es getestet. Das ist alles, hat alles super funktioniert. Wir werden jetzt mit dem Tuxes reden. Denn der Tuxes, ja, der wollte ja mit uns quatschen, aber das haben wir letztens nicht mehr geschafft. Ja, so viel hält hier nicht aus dem. Oh Scheiße, Dunkelbrot. Wow, das sind One-Hit-Wonder, ja. Braucht man da keine Fähigkeiten gegen zu machen, die sterben ja sofort. Tötet das Kind! Hört sich so falsch an, aber tötet es! So, den Wundumschlag, der ist wichtig. Erlag! Echt mal, so! Bitte, grauer Wächter, rettet meine Familie. Sie ist noch in der Stadt. Bitte beruhigt euch. Ich muss mit dem Kommandanten der Wächter sprechen. Kommandant, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Aber ich befürchte, wir können nicht mehr viel tun. Was ist geschehen? Vor einigen Nächten sind Scharen grauenhafter Kreaturen aus der Tiefe in die Stadt geströmt. Sie haben Seuchen verbreitet und alles vernichtet, was sie berührt haben. Und bei Sonnenaufgang hat dann die restliche dunkle Brut angegriffen. Kommandant, es ist zu spät. Amaranthin ist verloren. Solange die Stadt noch steht, sind sie auch noch nicht verloren. Die Gebäude mögen noch stehen, aber es wird kaum noch Überlebende geben. Es ist schon zu viel Zeit vergangen, seit diese Kreaturen aufgetaucht sind. Ihre Verderbtheit ist äußerst ansteckend. Schon am ersten Tag ist ihr mindestens ein Stadtviertel zum Opfer gefallen. Marshall, einer der dunklen Brut nähert sich. Allein. Bogenschützen, schaltet ihn aus. Friede, nicht töten, nur reden. Der Architekt hat eine Nachricht für den grauen Wächter. Wie lautet diese Nachricht? Die Armee der Mutter, sie marschiert nach Vigils Wacht. Sie greift an, jetzt. Der Architekt, er schickt mich, um euch zu warnen. Ihr müsst die Wacht retten und dann die Mutter in ihrem Versteck töten. Aber warum wurdet ihr geschickt, um uns zu warnen? Der Architekt wünscht sich das Vertrauen der grauen Wächter. Er wünscht nicht, dass die Mutter Erfolg hat. Wenn wir sofort aufbrechen, könnten wir es rechtzeitig zur Wacht schaffen, um sie zu retten. Und was ist mit der dunklen Brut, die noch hier ist? Sie wird auch bald nach Vigils Wacht gehen. Die Mutter, sie will die Wacht vollständig zerstören. Die dunkle Brut könnte recht haben. Wenn wir jetzt einfach aufbrechen, haben wir diese Armee im Rücken. Der Marshall sagt, die Stadt sei verloren. Ich sage, wir sollten sie zerstören. Wir sollten sie und die gesamte dunkle Brut darin niederbrennen. Machen wir das oder machen wir das nicht? Wollen wir sie niederbrennen? Dann, ja, okay.
Ihr könnt das doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Ihr wollt eine Stadt niederbrennen, die seit Generationen existiert? Ohne Amaranthine wird der gesamte Handel zusammenbrechen. Wacht auf, Kleiner. Ihr redet über Steine und Mörtel. Wollt ihr wirklich, dass die Wächter nur wegen ein paar Mauern ausgelöscht werden? Das ist falsch. Selbst wenn nur noch ein einziger Unschuldiger in der Stadt ist, können wir nicht einfach... Das Problem an der ganzen Sache ist, ja, wenn ein einziger Unschuldiger in der Stadt ist, der wird dann wahrscheinlich draufgehen, richtig. Aber was ist, wenn wir jetzt die Stadt retten? Da werden wahrscheinlich Unschuldige in der Wiegelswacht draufgehen. Also irgendwer wird draufgehen und irgendwer, der quasi unschuldig ist, ja, der wird durch diese Entscheidung draufgehen. Entweder sind es Leute in der Stadt oder es sind Leute in der Wiegelswacht. Ja, also das ist jetzt relativ egal. Wahrscheinlich ist es auch relativ egal, worauf ich jetzt tendiere, also was ich jetzt mache. Irgendeiner wird sagen, das ist Kacke. Und wahrscheinlich dann mich nicht mal so doll mögen. Aber da ich glaube, dass Anders auch wegen der Katze sehr viel Pluspunkte hat, wird das nicht so schlimm sein. Also ich würde gerne diese Stadt niederbrennen. Dafür bin ich den Wächtern nicht beigetreten. Wenn ihr diesen Leuten nicht helfen wollt, lasst mich es tun. Ich werde mich allein in die Stadt wagen. Seid nicht so dumm. Mir gefällt eure Entscheidung nicht, Kommandant. Aber ich muss sie akzeptieren. Amaranthine wird also brennen. Möge der Erbauer uns vergeben. So, wie viele Minuspunkte bekomme ich jetzt bei den beiden? Willkommen zurück bei Dragon Age Origins Awakening. Und erstmal sorry für die letzten drei Aufnahmen. Die sind ein bisschen soundtechnisch in die Hose gegangen. Das sollte jetzt aber behoben worden sein. Mit dem neuen Update, was rausgekommen ist. Was durchaus dieses Soundproblem bei mir behoben hat. Und, also hoffe ich zumindest. Ich habe es getestet. Das ist alles, hat alles super funktioniert. Ja, wir werden jetzt mit dem Tuxes reden. Manchmal denn, beneide ich euch. Denn der Tuxes, ja, der wollte ja mit uns quatschen, aber das haben wir letztens nicht mehr geschafft. So. Ja, die Entscheidung war vielleicht nicht so ganz gut, aber hätten wir uns dafür entschieden, Kommandant. Dann... Ihr ja. Seid hier? Ihr lasst mich also doch nicht im Stich. Ihr seid zurückgekehrt. Das hätte ich nicht erwartet. Überraschung. Es kommt wirklich nicht oft vor, dass jemand froh ist, mich zu sehen. Ich denke, das werde ich eine Weile genießen. Ich weiß zwar nicht, wie ihr rechtzeitig hier sein konntet, aber bei Andrastes Blut, wir könnten wirklich eure Hilfe brauchen. Einige Tage nach eurem Aufbruch nach Amaranthine haben wir die dunkle Brut gesichtet. Es war eine ganze Armee. Die Mauern triefen vor Blut. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Sind die Vorbereitungen und Reparaturen abgeschlossen? Ich habe getan, was mit den verfügbaren Mitteln möglich war. Dennoch steckt immer noch zu viel menschliche Bauweise in diesen Mauern. Es war zwar ziemlich viel Überzeugungsarbeit nötig, aber Meister Wade hat die Rüstungen der Soldaten so gut er konnte ausgebessert. Ich hoffe nur, es wird reichen. Welche Männer habe ich noch in Reserve? Meine Männer, die ich zum Kriegsrat mitgebracht hatte, sind noch immer hier. Wir haben nicht vergessen, was ihr für uns und unsere Bürger getan habt. Ich kann recht gut mit einem Bogen umgehen. Ich positioniere mich auf dem Turm. Wenn ihr möchtet, dass ich einen bestimmten Gegner ins Visier nehme, müsst ihr ihn mir nur zeigen. Jede Menge dunkle Brut und nur ein klein wenig Stein, der uns von ihr trennt. Ach, ich fühle mich fast wie zu Hause. Mit dem Lyriumsand, den ich von euch habe, konnte ich einige wirklich nette Überraschungen für das Katapult zusammenmischen. Brüllt einfach, wenn ihr wollt, dass diese Bestien ihrem Schöpfer in Scharen gegenübertreten. Okay. Eine Stadt in Flammen ist der Preis für meine Anwesenheit. Sorgen wir dafür, dass es das wert war. Amaranthine? Die Stadt brennt? Ich
Die Stadt war bereits gefallen. Die Überlebenden sind infiziert. Zumindest die Glücklichen unter ihnen. Wir sind bereit. Wie ihr Befehl. Die Späher berichten, dass die dunkle Brut gegen die Mauern vorrückt. Ich werde an eurer Seite kämpfen, Kommandant. Meine Späher informieren uns darüber, wo die Schlacht am heftigsten tobt. Alles klar, das sind meine Leute. Guck mal, Anders ist trotzdem noch da. Immerhin. So, wie sieht es zeitlich aus? Ja. 14 Minuten. Der Kommandant der Wächter ist eingetroffen. Die Mutter wird mit ihrem Herald zufrieden sein. Wir vernichten diese Festung. Wir vernichten die Wächter. Wir lassen nur Asche zurück. Verdammt! War das doch eine Falle gewesen? Hat das doch verarscht? Gut. Anders ist dagegen, minus 5 und sie ist dagegen. Okay, dafür haben alle anderen. Ja. Hier lang, Kommandant! Was? Ich komme. Warte. Bevor ich da lang gehen, aktiviere mal kurz hier diese Quest. Hallöchen. Alles klar. So, warte. Ich will mal kurz gucken. Infanterie, das haben wir nicht. Bogenschütze. Und diese Katapulte. Okay. Brot. Warte mal. Verteidigt die Tore. Wenn man angreift, macht euch am Weg zu den vorderen Toren. Verteidigt die Wacht. Okay, ich werde das jetzt einfach hier tun. Mal sehen, dass sie auch One-Hit-Wonder sind. Vielleicht nicht so ganz, aber zumindest sterben die jetzt auch nicht so. Oh, Quest aktualisiert. Warum das denn? Verteidigt die Wacht, ja. Das ist mir klar. Ich werde es tun. Da sind noch welche. Hinfort mit dir. Also sieht momentan noch nicht so wirklich danach aus, als müsste ich diese ganzen Sachen hier einsetzen. Aber wahrscheinlich gibt es doch durchaus Momente, wo man das nützlich verwenden kann. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich jetzt genau da stehe, wo der Gegner ist oder wo die Gegner sind, ob ich dann quasi auch das abbekomme und das dann auch für mich zählt oder so. Dass ich dann auch Schaden bekomme. Das wäre dann sehr doof. Aber es setzt sich das wirklich noch danach aus, als könnten wir das gut alleine ohne diese Hilfsmittel schaffen. Oh, Anders ist aufgestiegen. Immerhin. Sehr schön. Wie sieht's eigentlich mit Anders aus? Der ist immer noch im positiven Bereich. Also, das ist völlig okay. Dass wir da mal etwas gemacht haben, was er nicht mochte. Immer war doch hier noch dunkle Boot. Also, da ist der. Betrachtet es als erledigt. Durch Blut vergießen lässt sich ein. Der ist ein bisschen nervig. So, ich muss noch hier kurz den Hauptmann. Ein bisschen, oder auch nicht, weil da so ein Kind kommt. Sehr schön.
Ist das dieser aus dem... Die dunkle Boote da so auf dem... ja, das könnte der sein. Der... aus dem... aus Zwischensequenz. Ich will jetzt einfach mal diese Fähigkeit hier ausprobieren. Ne, wenn ich das jetzt ausprobiere, dann habe ich hier so einen Ring. Okay, alles klar. Ne, was ist, wenn ich Bogenschütze nehme? Mach mal hier. Alles klar. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Yo, das geht ab. Das geht wirklich ab. Ich wollte das mal ausprobieren. Und es hat sich gelohnt. Und der Cooldown ist auch echt nicht so bad, ne? Also, das kann man sich durchaus geben, Anders. Du hast wohl keinen Bock mehr zu heilen, was? Schon mal erledigt. So, warte mal, der eher gestorben ist, muss er ja auch noch mal. Das ist sonst ein bisschen blöd im Kampf. Ach so. Ah, ich verstehe. Hier ist eine ganz gute Situation, wo man diese Fläche einsetzen kann. Warte mal, du bekommst hier. Ich glaube. Ja, tun wir mal. Der läuft da, die dunkle Boot läuft da. Das war sehr geil. Ich bin die dunkle Boot und ich laufe direkt da rein. Die Kinder greifen die Ostmauer an. Wir müssen ihnen helfen, Kommandant. Doppelte Musik, wird gespeichert, super. Verteidigt die Ostmauer, der Wacht. Warte mal. Die Ostmauer. Okay. 5 Minuten haben wir noch. Was geht denn da ab? Ja, die Ostmauer. Wir besiegen jetzt einmal hier ein paar Gegner. Sorry übrigens, das Spiel hat gerade Probleme, die richtige Musik scheinbar abzuspielen. Also, die sind doppelt hier bei mir gerade, die Soundtracks. Warum bleibt hier unten? Jetzt hat er aufgehört. So. Warum
Was laberst du? Was stehst du hier rum? Wir werden siegen! Na gut, der steht da jetzt unten rum. Warte mal. 4 Minuten. Was ich jetzt machen werde, ist kurz. Am besten eine neue Aufnahmesession anfangen und dann machen wir weiter. Das ist, glaube ich, am besten. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Würde ich sagen. Also, ja, bis zum nächsten Mal.